Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zur Back 9 Runde. Dritter Spieltag, Moving Day hier bei der Desert Championship in Wolf Creek, Nevada. Mesquite ist, glaube ich, der Ort, so heißt das. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Ihr habt hoffentlich auch schon die Front 9 gesehen. Wir schauen aber trotzdem kurz auf die Scorekarte und ihr seht, es war durchwachsen. Even Par, zwei Birdies, zwei Bogies. Das hat ja erstmal wieder mal verheißungsvoll angefangen. Da hat man sogar, glaube ich, ein bisschen eine Eagle-Chance wieder mal an der 1. Aber dann die 8, ja, da haben wir uns ein bisschen etwas übers Ziel hinausgeschossen, mussten wir droppen. Das Water Hazard haben wir getroffen, also das Wasserhindernis, und da mussten wir droppen und dann haben wir zumindest noch das Bogie gerettet. Lassen wir uns also mal überraschen, was auf dem Back 9 jetzt passiert. Das Leaderboard zeigt uns jedenfalls, dass sich hier auch die anderen ja ein bisschen nach vorne arbeiten. Wir sind an der 17, glaube ich, als geteilter 17er gestartet, jetzt sind wir geteilter 19er. Wir müssen einfach ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so weit nach hinten durchgereicht werden, sondern Ziel sollte es eigentlich sein, vielleicht hier ja unter die Top 10 zu kommen, damit wir vielleicht noch ein bisschen was am vierten Tag bewerkstelligen können. Auf der anderen Seite sehen wir minus 12 und der gute Mann ist jetzt gerade mal erst unterwegs. Naja, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber ja, hier vorne wird natürlich gut gescored. Minus 6 ist schon im Clubhaus, eine 66 und eine minus 4, eine 68 sind ebenfalls schon im Clubhaus. Das wäre natürlich schön, wenn wir hier in diese Richtung kämen hier, und dass wir am Ende vielleicht minus 5 haben. Okay, lasst uns spielen. Wir haben ein bisschen Gegenwind, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt. Eigentlich müssten wir versuchen, hier das untere Plateau zu erreichen. Okay, aber das ist natürlich schmal, deswegen bleiben wir hier oben. Aber das Problem ist halt wirklich, dass wir da gerade mal so hinkommen, wenn wir Gas geben. Aber bis jetzt hat es gut geklappt. Wir werden versuchen, das Ganze wieder reinzudrohen, damit wir vielleicht ein bisschen mehr Länge machen. So, hier über rechts. Okay. Und dann wünsche ich uns allen ein schönes Spiel für die Back 9. Er startet sehr weit rechts. Aber es müsste passen, dass er zumindest wieder ins Fairway kommt. Dankeschön. Oh, that was 50-50 off the tee. Rough fairway. I guess it was more than 50-50. Fairway's fine. So, die Fahne steckt da hinten. Eisen 5. Wir haben Gegenwind. Aber das Eisen 5 kommt nicht gut zum Liegen. Wir müssen auch 23 Fuß nach oben. Hier hat es eine Welle und da wäre es natürlich herzallerliebst, wenn wir in die Welle reinkämen. Beziehungsweise über die Welle rüber, weil da wieder hoch zu putten ist wieder so ein Thema. Okay. Eisen 6. Wir müssen 24 Fuß nach oben. Eigentlich ist es dann doch fast ein Eisen 5. Der Wind ist nicht so stark. Ja, aber das Problem ist halt, dass wir das Eisen 5 fast nicht zum Liegen kriegen werden. Lass mich mal schauen, wenn wir mit dem Fade hier reingehen. Dann rollt er uns nämlich hier rechts hoch und dann bleibt er auf jeden Fall auf dem Grün. Das wäre natürlich gut mit dem Eisen 5. Ja, bisschen faden. Aber wir müssen natürlich über die Bunker kommen. Das ist natürlich wichtig. Okay. Okay, den Fade nimmt er an. Er kommt vorne auf. Ah, komm hoch, 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 hoch. Sehr schön. Okay, da sind wir zumindest mal oben auf dem Plateau. Das ist schon mal gut. Now this for birdie at 10. And this has a pretty clear right to left break to it. Players gotta recognize the speed. This is one that guys leave short quite a bit. Ja, das ist natürlich wieder ziemliches Break von rechts. Und bisher sind sie uns immer meistens unten durchgelaufen, ne, weil sie zu kurz waren. Okay. Ja, der bricht sofort nach links weg eigentlich.
Hinten wird es ein bisschen flacher, so wie es aussieht. Bisschen mehr. Ja, das war so schlecht nicht. Ja, auf jeden Fall war die Länge sehr, sehr gut. Aber natürlich hätten wir dann doch ein bisschen weniger machen müssen. Ja, aber das war jetzt auch nicht unbedingt ein Birdie-Loch. Also hier waren wir schon froh, dass wir auf jeden Fall safe auf dem Grün waren, um das Par zu spielen. Now at the par 3 11th, and though it is 215 yards, you can see with that elevated tee, it doesn't play quite as long as you're coming downhill. You certainly don't want to miss it left here. So, hier müssen wir mindestens zwei Schläger weniger machen, wenn ich richtig weiß. Eisen 6. Aber wir haben auch ein bisschen Gegenwind. 83, ja klar. Mindestens zwei Schläger weniger. So, ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ah, okay. Das Ganze geht nach links, also Richtung Stock. Wenn er aufkommt, dann wäre, würde er leicht nach links laufen. Okay, Gegenwind. Okay. Ja, der müsste eigentlich so relativ schnell zum Liegen kommen bei der ganzen Konstellation. Bergab. Eisen 6. Jetzt soll der einfach nur runterfallen. Okay. Sehr schön. I mean, this is a clinic in how to play the game. Just keep everything whole high. Give yourself a look for birdie and that's what I'll have coming up. Jetzt natürlich jetzt wieder dieses unheimliche Break. So, das Ganze ist level. Bisschen mehr und wenn er runterbricht, müsste es doch passen. Ne, ein bisschen weniger. Das müsste eigentlich doch reichen. Ah. Ich verstehe es nicht. So viel Speed mitgegeben und trotzdem sofort weggebrochen vom Schläger sozusagen. So, jetzt haben wir das gleiche Spiel praktisch von der Seite. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da weg waren, aber so viel näher sind wir jetzt auch nicht. Ach so, stopp. Ja, ist Level, okay. Naja. Well done. It is a par here at 11. And he'll remain right where he is. So. Now to the par 5, 12, pretty big hole with a really big green. And a really good blue area to the left, called water there. That's to be avoided off this tee, that's for sure. A good drive that avoids all of that. Then the hole is certainly reachable, but as you can see, water creeps in again back right on this hole. So just don't get too cavalier here. A 5 wouldn't be the worst score. I know you want better, but believe me, seen many a 6s and 7s racked up here at 12. Ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz so gut, weil wir Gegenwind haben. Das Par 5. Hier lang, weil der wird ja schon runterfliegen, sehr weit. Und bis dahin, okay, dann auf jeden Fall den Draw. Naja gut, wenn er halt im Zweifel in Semiraff läuft, dann ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, der startet sehr weit rechts.
Ja, der wird auch liegen bleiben, vermute ich mal, oder? Ja, ja. A good swing and a good result. So, 291 zum Hole, ja, das ist... Okay. So in the fairway, but a pretty good number to carry here for a second to the par 5. Das ist interessant. Die Fahne steckt ganz da hinten. Das ist ja wieder so eine Situation mit Hügeln. Ah. Okay, das Wood. Ich meine, wir sind auf dem Fairway. Das heißt, er müsste eigentlich gut Gas kriegen. Und die Frage ist, rennt er da hoch oder nicht? Sache ist, dass wir hier den Durchgang, den Eingang haben. Wenn er zu weit rechts rennt, dann rennt er uns vielleicht da drüben rechts ins Wasser. Deswegen müssen wir dem definitiv ein Fade mitgeben. Okay. Naja, jetzt ist er zu weit links. Der geht in den Hang, aber nicht hoch. Okay. Naja, gut, auf jeden Fall können wir von hier aus gut pitchen. Der Ansatz war gut, hat aber einen Meter gefehlt. Bisschen weiter rechts. Das ist schon spannend. Ein Pitch jetzt da hoch. Oh Mann. Einen Pitch 13 Fuß nach oben. Mein Longflop. Was macht mein Longflop? Der kommt da gar nicht hin. Ja klar, 50er. Da komme ich gar nicht hin. Der Runner. Ja, das Problem ist halt einfach diese Welle. Naja gut, das ist jetzt der dritte Schlag. Wir müssen eigentlich nur aufs Grün kommen. Also ich habe ja den Verdacht, durch den Höhenunterschied kommt er gar nicht mal bis dahin. Und dann springt er eigentlich hoch und müsste relativ schnell liegen bleiben. So, jetzt nochmal schauen, wie sich das nach rechts... Es bewegt sich nach rechts. Na, dann gehen wir ein bisschen links vom Stock. Okay. Naja. Beyond the hole, but pretty handy right there. This a little under 10 feet for birdie. Ja, ist ja abartig, wie das jetzt hier runtergeht. Da haben wir ja ruckzuck runtergepattet, oder? Ach du Schande. Nur antipsen. Er wird richtigen Bogen machen. That'll help the cause. It's a birdie here at number 12. Will certainly help the cause. Thirteenth hole, and Frank, Wolf Creek is really kind of a macho golf course because you can stand on a tee like this and say, you know what? I'm gonna take this one over the mountains. And then, if you do, then you flip the coin. Is it in play, or is it out of play? This is one hole. You just you realize you're in the middle of the desert. That's for sure. And one hole that you think, well, if I play this hole a couple of times, I might just get the hang of it. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer hier mit dem Direktschlag. Also ob das funktionieren kann. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man hier drüber kommt und liegt im Bunker oder so. Aber ich tue mich da einfach schwer damit, weil ich traue der Sache nicht. Kommt man da jetzt wirklich rüber? So, da wäre die Fahne. Nee, da würde ja hier theoretisch auf dem... Ja, und das sind ja nur... Das ist ja praktisch dasselbe Höhenunterschied. Das ist sowas, was müssen wir einfach mal in der Proberunde spielen. Aber hier tue ich mir jetzt echt ein bisschen schwer. Da traue ich dem Frieden nicht. So.
Okay. Ja, gut, auch ein bisschen Gegenwind. So, hier sind wir auf jeden Fall erstmal safe. 106 Yards. Und jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Also die Fahne steckt zwar Mitte grün. Aber es sind 43 Yards hoch. Okay. 50er wird es auf jeden Fall, weil wir müssen da hoch. Die letzten Male sind wir schon immer zu kurz gewesen. Und dann müssen wir gucken, wie wir hier dann zum Liegen kommen. Naja, das kommt halt alles einen Berg runter. Und die Sache ist halt die, wo bleibt der dann liegen? Wo kann der liegen bleiben? Knockdown. Wir schauen mal, was passiert, wenn ich den Knockdown mit dem 54er dahin spiele. Ah, nee. Das glaube ich irgendwie nicht. Knockdown hieße halt, dass er gar keinen Spin hat. Aber dann brauchen wir halt die 46. Der 60er wäre halt genau da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier reicht. 43. Aber dann bleibt er wenigstens liegen. Komisch, dass der Wind hier so viel ausmacht. Hier in dem Tal, in Anführungszeichen. Okay, wenn wir es nicht probieren, werden wir es nicht wissen. Naja. Komm, bleib liegen. Beweg dich nicht. Na, den Gefallen tut er uns nicht. Der kommt natürlich ins Rollen. Und jetzt ist die Frage, wo der hinrollt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein Grün. In Golf, so. You know, you've heard the term mulligan. You'd love that a do over there, wouldn't you? I mean, that's just, that's very poor from that range. Gonna have to take pretty much a full swing at this one with the putter because this one is into the hill and the hole is cut back. So, das sind jetzt wieder diese 3 Fuß. Das heißt, da kommen wir wieder schier nicht hoch. Okay. Tja. That's a nice putt. Getting it there up the hill was half the battle. This got there just a little wide of the mark. So, jetzt lass uns hier bitte das Paar spielen und dass der Ball hier nicht vom Schlägerblatt blöd wegrollt. Sehr gut. Okay, safely in for par here at 13. And he'll stay right where he is. Gut, sehr gut. Da bin ich aber sehr zufrieden mit deinem Pärchen. Das hätte böse ausgehen können. Layout here at the 14th hole, it's 444 yards, and what a beautiful hole. It is, and it's a beautiful view. You see everything from the top of that tee there. It's a hole that keeps bending to the left. There's enough bunkers down the left there to actually take your eye. That's where you've got to fixate on something in the distance that's a much better line than worrying about that wall of sand down the left side. So, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Driver ran. Aber da war ja auch das Thema, dass der Wind ihn auch ein bisschen nach links drückt und wir müssen eigentlich nur gucken, ja, dass wir hier Richtung 150 kommen. Ansonsten ist auch egal. So, ein bisschen vielleicht drohen. Okay. Ja, startet schon wieder ein bisschen arg weit rechts. Ja, jetzt bleibt er natürlich... Ja, das war klar. Komm raus, komm raus. Ah. Ah, too strong for this hole, eh? Ran out of fairway and into the rough. Big hit, though. Ärgerlich. All above his feet here as he decides how to play his second. 40.
heißen 9. Nee, da werden wir auf jeden Fall mehr machen. Weil jetzt haben wir auch noch den Längenverlust. Okay. Ja, toll, jetzt sehe ich nichts. Okay. Hier rechts. Wenn der in den Hang geht, dann kommt der runter. Ich gehe mal davon aus. Oh, das ist ja witzig. Ja gut, wir stehen natürlich auch wie wild unter dem Ball. Das ist natürlich auch ganz, ganz schlecht. Das heißt, da wird der Ball definitiv nach rechts, nach links gehen. So, da haben wir natürlich auch mehr Grün. Ich weiß nicht, ob uns tatsächlich ein Eisen mehr reicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, wir haben aber da vorne, okay, Anfang Grün. Ja, 44. Ja, da muss der einfach nur drauf kommen. Eisen 7 könnte zu viel sein. 173 Yards mit dem Eisen 8. Ich tue mich jetzt gerade ein bisschen arg schwer. Eisen 7. Aber etwas kürzer. Okay. Ja, geht sofort nach links. So, und jetzt sollte er hoffentlich hier wieder ein bisschen runterkommen. Ja, okay, da bleibt aber nicht. Bleibt er da oben auf dem Plateau? Okay, da haben wir jetzt einen spannenden Bergabputt. Okay. It's a short shot and a green in regulation, but a little away from the band. We welcome in Iona Steven. This a putt for birdie. And it looks pretty much straight overall, but it's going to pick up a lot of pace as it heads down this slope. Needs to be careful. Ja, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Es ist nicht viel Break. Der wird halt kontinuierlich langsam nach rechts rüberlaufen. Okay. Und das Tempo müsste eigentlich so passen. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Absolutely perfect there. Down the slope. It's in for a birdie. And he moves to 2 under for his round and minus 5 overall. So, das war ein richtiges Zeitlupen-Birdie. Wolf Creek with a 393-yard par 416. A good drive over a canyon is required. Two greenside bunkers must be avoided on the approach. So, das ist jetzt ein verhältnismäßig einfaches Paar. Oh, ja, 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 ja. Nee, nee, Freunde. Also nicht mit dem Pitch. Das wird eher mit dem 54er. Weil wir haben ja auch noch Gegenwind. Rückenwind, sorry. Und es geht runter. Und wir wollen ja definitiv. Ja, aber ich möchte dann... Okay. Eisen 9. Mit einem 50er. Anfang grün. Weil der müsste auf jeden Fall nach da hinten durchfliegen. Wind. Okay. Schauen noch mal ganz kurz, wie es aussieht auf dem Grün. Es geht nach rechts. Von dort wird es sogar auch nach rechts gehen. Der Rest, alles, die ganze rechte Seite geht nach links. Und es geht ein bisschen zu uns. Ja, es wäre flach. Okay. Okay. Also der muss auf jeden Fall aufs Grün kommen, so wie ich das sehe. Oh, ist dann doch zu kurz. Eieieiei. Okay. Okay, that's not one he'll remember, but he still has a decent chance to get out of here with a par. Price, he's not taking driver out for this one. Is a long ways away, though it is for birdie. Ach du Schande, das ist ja die reinste Weltreise. Da sind wir ja am anderen Ende des Kontinents. Das einzig Gute ist, dass es relativ wenig Break ist, aber es geht ja schon wieder 2 Fuß hoch. Soll ich wieder pitchen? Ich glaub's nicht. Okay. So, okay. 2, 4.
2, 4. Ist egal, wir gehen dahin. Vorhin sind wir nämlich auch nicht gerade so hingekommen. 2 Fuß hoch. Ja, der geht gleich hier über die Welle und dann nach links wieder. Der rollt sowieso die ganze Zeit nach links. So, wir machen noch ein bisschen. Hä? Ja, noch ein bisschen mehr. Ah ja, okay. Oh, that is a really good putt. Got it to throw out the anchor right near the hole. That's well done. Ja, ja, wenn wir den jetzt noch runterbringen, dann ist es wirklich well done. So wie ich meine Steaks esse. Okay, a solid par here at the 15th. And he'll stay at 500. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob wir jetzt auch wieder so einen tollen Endspurt hinlegen können mit 3 Birdies auf 16, 17, 18. 16 hole and Frank, another good scoring chance. If you can avoid the confusion off the tee, it looks like the hole might be a dog leg, then is it a carry? It meanders from one way to the other. But really, when you actually break the hole down, it's virtually straight ahead. Those two bunkers in the driving distance, they frame the hole nicely. So play it as a straightaway par 4. It should sit up beautifully for just a little short iron and perhaps a birdie opportunity. So, der Wind hilft uns eigentlich, den Ball hier nach links zu drücken. Aber dass die Fahne schon wieder da rechts steckt, war das dann auch nicht in der ersten Runde so. Ich bin gerade echt am Überlegen. So, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit Kurven, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, da nimmt irgendwie die Kurven zu stark an. Aber das sollte doch eigentlich so passen und dann sollte er doch da links runterrollen Richtung Bunker. Okay. So, ein bisschen flacher, damit er noch ein bisschen rollt. Ja, wieso zieht er jetzt nach rechts? Was macht er jetzt? Okay, er springt nach links. Oh nee, bitte nicht ins Raff. Oh, komm, lauf du. Ah, too strong for this hole, eh? Ran out of fairway and into the rough. Merkwürdig, sehr merkwürdig, warum der Ball nach rechts geflogen ist. Up here in the rough at the 16th hole, decent lie, but you just won't be able to get it to spin. See what he can do now with this, his second shot. Ja, das stimmt. Jetzt kriegen wir natürlich eigentlich keinen Spin drauf. Theoretisch gibt es jetzt keinen Spin. So, es ist nach unten. Das heißt, wir müssten eigentlich theoretisch etwas kürzer schlagen. Auf der anderen Seite haben wir 90 bis 97 des Rough. Den Wind müsste man eigentlich vernachlässigen. Ja, 10 Fuß ist eigentlich nicht viel, was wir dann kürzer sind. Gehen wir doch lieber länger, weil das dürfte eigentlich nicht passieren. Okay. Ach nee, was macht er? Okay. Oh, I always knew that was going to be a good shot when it left the club face. What's that? 8 or 9 feet? Excellent shot. So, das müsste jetzt relativ wenig. Ah, ist doch Break. So, was spricht er? Es geht bergab, 2 Inches. Okay. Also der Ball muss auf jeden Fall nach links gehen. Da machen wir lieber ein bisschen mehr über rechts. Der kann eigentlich nicht vorbeilaufen. Zumal er ja langsamer wird. Doch, er läuft links vorbei. Okay. Natürlich links kann er vorbeilaufen. Okay, didn't want to let that one get away. It is a par here at 16, and he'll remain right where he is. So, noch sind wir unter den Top 10, minus 5. Right here at Wolf Creek. All the risk reward you want in a great par 5. The 17th is 562 yards. If you can bomb your drive, it goes all the way down the hill. That'll give you a chance to get home in 2. But if not,
beware, that ball could come back into the lake. So, jetzt müssen wir wieder gut überlegen, wie wir den Ball schlagen. Der Wind geht nach links. Wir haben Rückenwind. 152 Fuß nach unten. Jetzt überlege ich nur, war das letztens, ist er dann bis nach vorne durch? Ah, deswegen sind auch die Bunker, glaube ich, da vorne, ne? Und wir haben Rückenwind. Also werden wir das mal so versuchen. Naja, gut, also es ist ein paar 5 und im Zweifel müssen wir halt dann noch einen Zwischenschlag machen. Aber mal schauen, ob es uns gelingt, dass wir dicht genug rankommen, dass wir mit dem zweiten das Grün angreifen können, wenn er jetzt liegen bleibt und nicht bitte ins Raff. Okay, diesmal haben wir das nötige Glück gehabt. Und 192 Yards ist auf jeden Fall eine Entfernung, die wir spielen können. Dann können wir das Grün direkt angreifen. Well within range from here. A second now to the par 5. Eisen 6. Ja, wir müssen nur irgendwie aufs Grün kommen. Jetzt überlege ich nur gerade mit dem Wind ein bisschen reindrohen. So, und jetzt ist die Frage, reicht uns das Sechser oder werden wir hier im Hang landen? Das Fünfer bringen wir auf jeden Fall nicht vernünftig zum Liegen. Das Sechser schon eher. Wir haben etwas Rückenwind. Okay. Etwas Rückenwind, etwas höher. So, und jetzt darf er halt nicht zu kurz sein, aber das wird er nicht sein. Gut. Sehr schön. Got every bit of that, threw it all the way there and got it to stop. Home in two on the par 5. So, after reaching this green in two, this a sizable putt for an eagle. So, naja, okay. Leichtes Break, dann wird es hier auf dem zweiten Drittel heftiger und unten läuft er dann relativ gerade ein bisschen wieder nach rechts rüber. Okay, 5 Inches. Bergab. Das müsste eigentlich so passen. Dann müsste er genügend Speed haben, um runterzukommen. Okay. Ja, hat lange, lange Zeit zum Laufen, um die Kurve nach rechts zu machen. Vorne ist ein bisschen wieder dagegen. Okay, dann schauen wir mal. Ja, der ist nicht schnell genug, oder? Der ist nicht schnell genug. Schade, schade. Close. Couldn't ask for much more on that putt. Aber das Birdie sollten wir doch spielen können, oder? Das Birdie sollten wir doch spielen können. Nicely done. A birdie finished off here at 17. And that's going to move him to 6 under par. So, bis jetzt geht das alles in die richtige Richtung. Again, a good scoring opportunity. Short par 4. Yeah, if you looked at the scorecard, you'd think you could drive this green, but one quick look at the trouble in front and to the right of the screen, and you realize that's probably not the prudent play. Really, something 230, 240 yards off the tee in that vicinity is going to leave you just a flick wedge into this green. It is a rather narrow green, but from that distance, you'd expect to hit it close. So, auch diesmal muss ich sagen, also die Fahne steckt doch wieder kurz, also irgendwie gibt es hier nur 2 Pin-Positionen oder so. Also das kommt mir also ein bisschen immer spanisch vor. Wir werden jetzt definitiv mal den Ball kürzer lassen, damit wir nicht mit einem 60er spielen müssen und Spin drauf kriegen, weil die Fahne da vorne kurz steckt und dann rollt er uns wieder runter. Das müssen wir überhaupt nicht. 221, 305, dann haben wir noch 80, 85. Ja, das brauchen wir eigentlich über alles nicht. So, was geht denn hoch? Nur 6 Fuß. Wir haben aber Rückenwind. Also werden wir hier einfach mit dem Eisen 5 reinschlagen. Und dann mal schauen, was er uns dann anbietet, was wir dann hier für ein Eisen reinschlagen müssen, beziehungsweise ein Wedge aufs Grün.
So, aber er sollte natürlich auch aufs Fairway kommen und nicht irgendwie blöd rumspringen. So, okay. Yeah, if you see shortish par fours like this, ja, it's a great time gut. To bring out the irons, and that is going to work out. Ja, well. Doch 83 ist wieder ein 60er. This is why you practice these shots from under 100 yards. You've bombed your drive. Now it's time for the touch shot. Zip one in there close. Oha, 54er, Finesse. Ja klar, wenn wir da oben sind, aber dann rollt er hier runter. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er da zum Halten kommt. Finesse hat aber nicht viel Spin. Wir könnten das natürlich wieder mit dem Knockdown probieren. Wo ist er denn da vorhin gelandet? Da war er aber auch zu kurz, gell? So, deswegen werden wir auf jeden Fall auf die linke Seite gehen. Warum? Stopp. Oh. Auf die linke Seite, weil wir da etwas mehr Grün zum Anspielen haben, wenn er zu kurz sein sollte. Wenn er Knockdown und da kommt er oben zum, dann müsste er eigentlich langsam dann runterrollen und dann auch ein bisschen nach rechts rüberrollen. Das müsste eigentlich die richtige Seite sein. Okay. Interessant. Gut. It's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. So this for ja, a finishing birdie at 18. 9 inches geht's hier runter. All you have to do is start this online and let the slope do its thing. I don't see a lot of movement in it. Ja, wir haben wenig Break eigentlich links rechts. Es geht halt tendenziell auf jeden Fall ein bisschen nach links. Er wird also auf jeden Fall nach links brechen. Vorne etwas mehr. Das Tempo nach unten. Die Länge ist eigentlich entscheidend. Ja, der macht am Anfang Speed und dann rollt er hinten aus. Okay. Wie viel bricht er rüber? Am Anfang bricht er erstmal nicht. Dann rollt er in den Hang runter. Dann kommt er in den Slope. Und da unten geht es sogar in die andere Richtung. Machen es ein bisschen mehr. Okay. Und jetzt komm rum. Oh, never in doubt. Back-to-back birdies to close things out. And that will mean this is a Saturday score of 68 for this third round. So for our featured golfer, some good playing and some favorable scoring conditions here on this Saturday. But they'll look up at that leaderboard and see they're still well back. But I think the goal really is to try and shoot back-to-back great rounds, Rich. If anything better than that, maybe leader takes a stumble. You can't control that, but at least get out there tomorrow, shoot as low as you can. So that's a wrap for all of us at EA Sports PGA Tour. Thanks for coming along. We'll see you next time on the road to the Masters. So, Freunde, das war ja dann eine ganz erbauliche Runde und vor allen Dingen die Back 9 waren wieder mal fast so, wie wir es uns auch gewünscht haben. Wir kommen einfach mit den Back 9 besser zurecht, spielen hier deutlich weniger Bogies. Jetzt haben wir nochmal hier 4 Birdies gespielt, 4 unter für die Runde und das ist sehr schön, das ist sehr, sehr schön, denn wir sehen auf dem Leaderboard, wir sind in den Top 10 und sogar geteilter Vierter. Mit minus 7 sind wir jetzt zwar noch 6 Schläge weg vom Führenden, der hatte minus 2 gespielt, aber wir können auf jeden Fall mit der 68er Runde mehr als zufrieden sein und haben praktisch unsere zweite Runde da jedenfalls bestätigt. So, ich freue mich auf jeden Fall. Minus 7, wir sind wieder vorne mit dabei und haben die Chance, entweder hier zu gewinnen, aber zumindest auf jeden Fall eine Top 10 Platzierung zu machen, die wir ja brauchen für Punkte, für das Finale, da wir uns qualifizieren, für das Saisonfinale, für die Final Rounds und da gibt es eine Rangliste und das werden wir uns jetzt auch gleich mal anschauen, wie es da steht. So, auf jeden Fall, für heute haben wir ganz ordentlich gespielt. Ja, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten hier mit dem einen oder anderen, ein bisschen Pech hier auf den ersten 9, auch mit den Löchern dreimal ausgelippt. Ich glaube, jetzt auf den zweiten war jetzt gar nichts. Naja, okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen. Ja, die üblichen 19.400 ungefähr. So, sehr gut. Okay.
Und hier sehen wir ja nochmal die Korn Ferry Tour Ranking. Mit 111 Punkten sind wir Fünfter und den Platz haben wir ja auch belegt bei dem ersten Event. Und wenn wir wieder hier Fünfter werden, haben wir dann 222 Punkte, dann sind wir auf jeden Fall unter den Top 10 dabei und versuchen dann eben hier am Ende der Saison, ding, 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 da sind wir, Korn Ferry Tour Boston Open Challenge Championship. Und jetzt schaue ich gerade mal, das müssten sie doch sein, Week 8, 9, 10, das müssten doch dann die Tour Championship, die entsprechenden Turniere sein, wo man ja auch, man sieht es ja auch, deutlich mehr Punkte bekommt und das Feld auch deutlich kleiner ist mit 75 Spielern. Und da müssen wir auf jeden Fall dabei sein, weil dann können wir uns richtig schön nach vorne spielen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Das war die dritte Runde. In Kürze wird es dann natürlich auch noch die vierte Runde geben, der Desert Championship Wolf Creek Golf Club in Nevada. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich jedenfalls, wie immer, natürlich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch also Spaß gemacht hat, würde ich mich über einen Kommentar oder ein Däumchen freuen. Und wenn ihr natürlich zukünftig immer dabei sein wollt, hier auf der Korn Ferry Tour und dann demnächst natürlich auch auf der PGA Tour, wenn wir hier EA Sports PGA Tour zocken und spielen, dann wäre auch ein Abo herzallerliebst. Das würde mich erfreuen. Also, ich sage recht schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel.